Das folgende Video wird euch präsentiert von Boostbox. Für kurze Zeit gibt es in der Keystro Edition PC-Reihe den Totenbeschwörer. Mit einem AMD Ryzen 7 7800 und einer GeForce RTX 4070 Ti die perfekte Gaming-Maschine für den Zockerherbst. Nur 2199 Euro und nur für kurze Zeit. Willkommen zurück zu einer weiteren durchtriebenen Folge Spider-Man 2. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz durchtrieben mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer durchtriebenen Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, Freunde. Ihr wollt dieses Spiel hier gewinnen. Bewerten, kommentieren mit eurem Discord-Namen. Ganz easy, ganz einfach. So, bist jetzt endlich sicher. Das heißt was? Kann ich euch nicht ohne Probleme wegholen? Die schauen jetzt wirklich nach oben. Krass. Der guckt eiskalt nach oben, der Dude. Ja, aber die werden von irgendjemandem beobachtet, wo ich keine Ahnung habe, wer das sein soll. Ich versuche jetzt mein Glück. Lautloser Takedown. Achtung, Miles und... Wer sieht das? Wer kriegt das mit? Es ist ein Anzeigefehler, definitiv, weil... Kann ja nicht sein. Brutzel, brutzel, brutzel. Wir haben jetzt hier so gut alle weggeräumt. Der französische Text auf der Postkarte bedeutet: Mein Lebensinhalt. Die Zeit ist knapp. Ein neuer Partner? Bei Felicia weiß man nie. Okay, der glotzt wirklich in meine Richtung. Bessere Augen als die Gegner in Assassin's Creed, huh? Nachlässig, Spider-Man! Guck, guck! Die Spinne ist hier! Und die letzten werden so weggeholt. Bis ich die jetzt hier alle aussortiert habe, da verkloppe ich euch lieber. Guck, guck! Spudermann ist hier. Schaltet sie beide aus! Schaltet sie beide aus? Achso, er meint wahrscheinlich Black Cat. Bleibt kleben. Alright, nice. Da ist es sogar wirklich noch einer. Und zwar hier drüben. Da war etwas. Aber der ist immer noch gefährlich, der hier. Wieso auch immer, weil normalerweise dürfte das auch niemand sehen. Und es sieht auch niemand. Nice. Der Kleine ist hier. Boah, genau da musst du dich jetzt umdrehen, ha? Hol den schleunigst runter! Das nenne ich Pech. Schöne Reise. Ich bin gleich raus. Das waren dann alle. Mal sehen, was Felicia so treibt. Mal was Neues. Die kleine Spinne möchte spielen, ha? Huh? MJ, sie hat den Stab geklaut. Und die Magie ist ziemlich echt. Was ist passiert? Hey, Cat, können wir reden? Mach doch mal langsam. Verschwinde oder ich zaubere dich in den Pazifik. Wie kommst du auf unseren Kanal? Ihr benutzt immer noch den alten. Hast du nichts Besseres zu tun, Kleiner? Felicia, du musst aufhören. Das ist leichtsinnig, selbst für dich. Wer ist das? Boah, cool. Bist du das, Roger? Wie läuft's denn so mit der alten Spinne? Das ist ja mal sowas von ultra. Ich liebe dieses Spiel. Kannst du das lassen? Ich will dir helfen. Ich brauche keine Hilfe von dir oder sonst einer Spinne. Weißt du, was der Stab kann? Sie will damit bloß mehr Kunstwerke stehlen. Hey, ich kann euch Clowns hören. Wow, die Bahn! Alter, wie cool.
Vorsicht, die Jäger sind zurück. Oh, die müssen mich echt mögen. Wir können es beenden. Wir können den stoppen, der dich töten will. Stiehl dein eigenes mystisches Artefakt. Schauen wir mal. Erstmal geht's ab in die Antarktis. Alter. Ich hab keinen Schall dabei. Das ist ja ultra cool. Sag ja, Game of the Year. Dieser Stab kann uns zu Craven bringen. Es ging hier nie um Craven. Warum hilfst du mir nicht, ihn aufzuhalten? Du bist Spider-Man. Du hast die Stadt schon mal gerettet. Das schaffst du auch wieder. Spider-Man hatte recht mit dir. Du denkst nur an dich selbst. Hör mal, Kleiner. Das geht dich nichts an. Meine Freundin ist in Paris. Und hat meinetwegen Ärger mit üblen Kerlen. Hast du jemals was aus Liebe getan? Sie braucht mich. Jetzt. Wenn ich nur wüsste, wie ich mit diesem Ding vorankomme. Laut MJ ist dir nicht zu trauen. Der Rotschopf ist schlau. Aber du musst eigene Entscheidungen treffen. Da ist die Katze! Fang sie lebendig! Alright, let's go! Sie gehört mir! Du solltest weg! Was, wie, wo, wer will jetzt hier? Die Bedienungsanleitung für dieses Artefakt war nicht verständlich. Du wirst wohl langsam besser darin. Nicht besser genug. Wir kriegen nicht besser das schon genug. Hin. Gemeinsam. Verdammt. Mutige Einstellung, Junge. Es heißt Spider-Man, nicht Junge. Danke. Spider-Junge. Spider-Man. Spider-Boy gibt's auch. Ja, zeig mal, was du kannst. Hab ich auch damals einen coolen, eine coole Comic-Reihe gehabt mit Dr. Strange. Ja, keine Ahnung, wie die hieß. Aber Spider-Boy und Dr. Strange, die hab ich damals. Hey, durch dieses Portal. In Spanien, glaube ich, habe ich die auf Deutsch gekauft. Da war ich mit meinen Eltern im Urlaub. Na, früher gab es Comics überall und das war halt so, so natürlich super gut, um Touristen und sowas anzulocken. Hinter dir. Sie ist überall. Ich kann sie nicht fangen. Bleib kleben. Da gab es dann auch ab und zu Comics auf Deutsch. Gott, wie alt war ich da? 8 Jahre oder sowas, ja. Also Englisch konnte ich da nicht. Ich habe Englisch erst gelernt durch Magic spielen. Da ist ein Geschützturm. Heute ist man da ja deutlich weiter. Ich nehme jede Hilfe, die ich kriegen kann. Was Sprache angeht. Du hast Netze. Schalte den Geschützturm damit aus. Neue Position. Ich. Autsch. Überraschung. Hab's getan. Der Fahrer ist jetzt tot. Hey, Spider-Man. Glaubst du, die sind wegen der Seelöwen hier? Oh, die will ich auch sehen. Wusstest du, dass Seelöwen bis zu 40 km/h schwimmen können? Achtung, Jäger, da sind viele. Wow. Craven will dich wohl echt kriegen. Ich bin nicht zu haben. Das war in so einer Zeit, da habe ich einfach alles gelesen. Sie wollen uns definitiv müde machen. Wenn sie mich wollen, müssen sie mich umbringen. Ich weiß gar nicht, ob es heute noch Spider-Boy gibt. Der hatte so eine, glaube ich, so schwarze Haare. Und so eine Maske halt, so ein bisschen wie, ja, wie so ein Robin. Na, es sah so ein bisschen Robin-mäßig aus, da kann ich mich noch erinnern. Das war eiskalt. Weil die Haare waren zu sehen, aber er war natürlich auch maskiert. Schnell weg hier. Lecco mio. Den jetzt mal runtergeholt. Das ist mein Ziel. Das tat weh. Yikes. Wie findest du Hunde? Ich stehe mehr auf Katzen. Und das sind keine Hunde. Die beißen wie Hunde. Schlimmer. Vorsicht, die Portale. Erwischt. Pit mochte ich noch ganz gerne. Wenn man so von The Darkness und so spricht. Das soll ja auch angeblich Gerüchten zufolge ein Remake kommen oder ein Reboot. Das wäre natürlich ein feuchter Traum. Bleib liegen. Das wäre ein feuchter Traum. Das könnte mein letztes Leben sein. Nein, wir bringen dich nach Paris. Deine Freundin braucht dich. Du bist wirklich Spider-Man.
Klar. Immer helfen, immer dumm sein. Spider-Man-Credo. Oh, mir geht's nicht gut. Sag ja, die verdammten Schützen nerven immer hardcore. Ich verzieh mich. Tada! Und wie kämpfst du jetzt gegen mich? Weich den Netzen aus! Ziel gesichtet! Wow. Ich war einfach viel zu schnell. Hab ich den? Yes. Hier, fokussieren. Denk an den Eiffelturm. Au revoir, Felicia. Danke dir. Zeig mir Lee. Tja, keine Zauberei. Wong und der Doktor haben sich drum gekümmert, ha? Huh? Hey, was ist mit Felicia? Sie ist vorerst in Sicherheit. Was macht dein Artikel? Hab ihn Jonah geschickt. Wünsch mir Glück. Du schaffst das. Spudermann. Hey, du musst nach Coney Island. Was? Wieso? Mysterio wurde doch gerade entlassen. Tja, er eröffnet dort eine neue Attraktion. Ist er das nächste Ziel der Jäger? Könnte sein. Und rate mal, wer heute noch da ist. Ein Tipp. Du stehst seit über einem Jahr auf sie. Komm schon, Bro. Bro, mich nicht an, Bro. Du und Haley seid füreinander gemacht. Du musst sie fragen. Das ist ein Naturgesetz. Mal sehen. Aber erst ist Mysterio dran. Mysterio gibt's auch? Okay, nehmen wir wirklich alles. Die haben ja hier wirklich alles. Ey, Sony muss auch an der Spider-Man-Lizenz sich festklammern, ne? Die ist so wichtig. Die ist so wichtig. Bin mal gespannt auf den nächsten Spider-Man-Film. Jägertechnologie. Ich wünschte, Sony wacht auf. Ich meine, sie wachen ja schon auf. Ich glaube, Kraven ist ja auch kein Film mehr, der ab 12 sein muss. Aber ich wünsche, sie wachen halt mal so richtig auf. Ich denke auch, wenn Venom nicht auf Biegen und Brechen ab 12 gewesen hätte sein müssen, wäre er besser. Sind diese Spider-Man noch mächtiger geworden als befürchtet. Magische Portale, U-Bahn-Wagen, die von den Gleisen verschwinden, Feuerwehrautos, die durch den Nachthimmel fliegen und mittendrin der neue Spider-Man. Netze und Sachbeschädigung waren wohl nicht genug. Jetzt wird es auch noch mystisch. Kennt ihre Zerstörungswut denn keine Grenzen? Ich habe beinahe Mitleid mit dieser armen Seele, der so ein kriminelles, schändliches Leben vorherbestimmt ist. Apropos kriminell. Spider-Man hat anscheinend mit Black Cat zusammengearbeitet. Och nö, hört es jetzt auf? Ach, wegen dem Auto, ich war schon zu nah dran. Das meine ich, du kannst ihn nie wieder nachlesen, also nachhören. Er verfolgt uns! Ja, los! Einmal... Fahrlässige Gefährdung, damit durch. Ich euch verfolge? Nicht stilvoll. Das war einfach. Das war einfach. Das ist richtig schade. Also er fängt es nochmal an. Das wäre echt edel. Und fängt er nochmal an zu quatschen. Au. Oh. Oh, ich glaube nicht. Nee, wenn du die einmal verpennst, sind die weg. Und das ist eigentlich mit einer der Highlights, ne? Die Triple J Radiosendung.
mit das Coolste im Spiel. Die Maske zeigt ein Prowler-Versteck in der Nähe. Alright. Let's Prowler. Irgendwie wollen mir die Leute erzählen, das heißt Prowler. Das heißt Prowler. Und nein, das ist kein Eigenwort. Da ist es. Ah, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Runter noch ein bisschen. Ach, komm schon. Yes. Let's prowl. Kriege ich das am besten auf? Jetzt zieht es ja nach dahin auf. Also irgendwie von hier. Was? Erinnerung verfügbar? Ja, müsste es ja... Er zieht es ja hier so raus, also... Aber diese Winkelsucherei, ne? Das kann er hier nicht... Was soll er hier machen? Aber er will haben, dass ich mich hier hinstelle, oder wie? Ah, okay. Die ganze Zeit macht das irgendwie von oben und jetzt macht das so. What? Die Netze halten das Rad schon fest. So, festgeklebt. Auch festgeklebt. Dann wird's Zeit für ein bisschen Prowler-Magie. Hm. Was ist da wohl drin? Nice. Nice. Hier ist noch eins. Habe ich eine Schnellreise hier? Nee, ne? Ist ja noch irgendwo... Boah, die Verstecke sind hier ewig weit weg. Hm. Hey, Mann. Das würde ich mitnehmen. Ich kam eine Nachricht aus dem Versteck in meiner alten Wohnung. Du hast im Penthouse gewohnt? Damals, in den frühen Prowler-Tagen, als ich für Fisk gearbeitet habe. Fisk? Ja, ich weiß. Ich weiß noch, wie ich die Schlüssel bekam. Ich wollte meinen großen Bruder so sehr beeindrucken. Aber er schämte sich, weil er wusste, wie ich sie bekommen habe. Was immer Dad auch gedacht hat. Er hat dich immer geliebt. Ich weiß das zu schätzen, Neffe. Vielleicht glaube ich es auch eines Tages. Ich weiß immer noch nicht vieles über Onkel Aaron und Dad. Welche Geschichten sie wohl noch hatten? Tja, kann nur Onkel Aaron beantworten. Ein paar Jäger bauen dort etwas auf dem Dach auf. Wirklich tolle Außenposten. Wäre es okay, wenn ich ihn einreiße? Oh, 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 was ist hier los? Alter, das Ding macht mit. Bam. Boah. Nicht cool. Ah, Mist. Joa. What you gonna do if I come for you? Nice, mit Bonus. Sauber geholt. Gut, dass ich mir um meine Tarnung keine Sorgen machen muss. So, wie viele Sandkristalle haben wir denn eigentlich noch offen? So viele können es eigentlich gar nicht mehr sein, ne? Es waren wie viele? 14 oder sowas? Ich hab's irgendwann mal gezählt. Und ich muss auch wieder leveln. Und hier drüben ist noch eine Kiste. Gib mir die Kiste. Gestohlene Technik.
Geschollene Technik. In die falschen Hände geraten. Auf gar keinen Fall. Anzüge. Könnte ich mir leisten. Oh. Scarlet Spider. Das ist hier Ben Reilly. Wie gesagt, mein absoluter Lieblings-Spider-Man. Ich fand den extrem nice. Ich fand den cooler als Peter Parker damals als Kind. Schaden gegen Gegner in der Luft ist erhöht. Erfolgreiches Parieren eines gegnerischen Angriffs lädt eine Fähigkeit teilweise wieder auf. Oh, beides nicht so pralle. 7 Technikteile von den seltenen. Fokus. Ja, den brauche ich unbedingt. Ich brauche unbedingt mehr Fokus. So, 2 Stück haben wir hier wieder. Gehen wir mal auf beide. Bisschen Movement. Okay, das ist nice. Das sollte man mitnehmen. Hier ist wieder so ein Peter-Ding. Frisch entdeckt. So, gleiten wir mal rüber, wenn es noch reicht. Mal gucken. Oh, falsche Richtung, Kumpel. Geil, wie man übers Wasser so cruist, ne? Und schwupps. So, aber hier machen wir wieder einen kurzen Break und sehen uns natürlich wieder in der nächsten Folge. Denkt ans Gewinnspiel. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bewerten, kommentieren. Die Folgen, die werden ja gerade so rausgeschmettert. Ihr könnt unterstützen. Auf Wiedersehen und tschüss.